Hey, hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im Jahr 2021 habe ich die ein oder andere dekorative Kosmetik aufgebraucht. Ich glaube, ich habe alles gesammelt. Es könnte natürlich sein, dass mir das ein oder andere Stückchen durchgerutscht ist, aber ich bin der Meinung, ich hätte alles hier zusammengefasst und zusammengepackt. Ich habe auch das ein oder andere Pflegeprodukt dabei. Ich muss aber sagen, eigentlich wollte ich meine ganzen Setting-Sprays, die ich aufgebraucht habe, aufbewahren, aber natürlich habe ich sie alle schön weggeschmissen. Aber egal. Lasst uns einfach starten und ich fange mal an mit Mascaren, weil da ist doch einiges zusammengekommen. Wobei auch einige einfach ausgetrocknet sind, weil ich wahrscheinlich viel zu viele habe. Gut, fangen wir mit einer an, die ich aussortiert habe. Obwohl das Packaging einfach mega ist, und zwar von Physician Formula, die Volumen Mascara. Und die habe ich ganz einfach aussortiert, weil sie mit meinen Wimpern aber auch wirklich gar nichts, aber auch wirklich nichts gemacht hat. Das bisschen ist kurz und sehr dick. Die riecht nach Kokos? Irgendwie so in diese Richtung. Eigentlich eine schöne Mascara, aber nur vom Packaging her. Der Rest funktioniert gar nicht. Ich glaube, hier unten steht das auch drauf, aber das ist so klein, das kann ich überhaupt nicht lesen. Also, schade, schade, schade. Wenn da der Inhalt noch stimmen würde, wäre es toll. Eine super, super tolle Mascara, und zwar die Dior Show Pump and Volume Mascara. Die habe ich komplett leer gemacht. Eine ganz, ganz tolle Mascara. Man sieht, jetzt ist sie aber auch dann auf den Rest richtig ausgetrocknet. Eine tolle Mascara hat so ganz kurzes, hat so ganz kurze Gummibürstchen. Ist hier unten so zum Zusammendrücken. Wirklich schön. Das war damals eine Empfehlung von Astrid Beauty Overage. Und da kann ich sagen, die war wirklich, wirklich klasse. Aber auch die ist leer. Dann, oh, mega Hype im Internet. Snapcara von Maybelline. Ich fand die blöd, um das mal kurz und deutlich zu sagen. Die hat so ein ganz leicht gebogenes Fasernbürstchen. Die hat mit meinen Wimpern nicht wirklich viel gemacht. Ich habe sie immer als Untermascara genutzt, um eine andere drüber aufzutragen. Aber gut war die wirklich nicht. Eine Mascara, die zum Schluss auch so ein bisschen ausgetrocknet ist, aber trotzdem richtig gut war. Das war aus einer LE, Fall Back to Nature, eine braune Mascara. Die gibt es aber, glaube ich, auch im Standardsortiment. Ich weiß aber nicht, wie sie da heißt. I Love Extreme Crazy Volume. Die hat. Ich zeige das mal eben. Das ist mein kleiner F Finger und da könnt ihr sehen, wie groß dieses Bürstchen ist. Mega mit Gummi. Mit so Gummibürstchen dran. Aber ich kann euch eins sagen, vorsichtig mit dieser Mascara. Die macht aber wirklich tolle, tolle Wimpern. Also, das macht sie. Das nächste Problem, was sie hat, sie stempelt ab. Also zumindest bei mir. So, machen wir weiter. Mein Holy Grail an Wimperntusche ist die IT Cosmetics Superhero Mascara. Das ist eine Mascara, die ich mega finde. Ich habe mir jetzt aber keine nachgekauft. Guck mal, da hat sich schon das ganze Bürstchen abgelöst. Die war auch einfach durch. Eine ganz tolle Mascara, aber da ich leider so viel Mascaren habe und die erstmal aufbrauchen möchte, ja, habe ich mir keine nachgekauft. Auch die ist leer. Dann eine völlig gehypte Mascara, also zumindest die Serie, Catrice Glam & Doll. Die gibt es ja in zig Ausführungen. Ich hatte die auch schon im Waterproof und fand die überhaupt nicht gut. Und genauso ist es mit der Sculpt and Volume Mascara. Auch die fand ich überhaupt nicht gut. Die hat so ein schmales Gummibürstchen. Die hat. Manchmal ist das einfach so. Wir haben alle unterschiedliche Wimpern und nicht jede Mascara funktioniert für jeden. So, kurze Unterbrechung. Ich bin wieder da. Wir waren bei Mascaren oder ich war bei Mascaren. Die nächste, Love Illusionseis. Manchmal ist es schwierig, ne? Wenn man so ein bisschen raus ist, dann geht es erstmal nicht richtig weiter.
Eine 24-Stunden-Volumen-Längen-Mascara. Also, ich kann euch sagen, das hat sie definitiv nicht gemacht. Die ist auch unheimlich schnell ausgetrocknet. Die hat so ein Faserbürstchen, was nach vorne hin so ein bisschen schmal zuläuft und diese Dinger sind so nach oben gedreht. Also, ja, Länge und Volumen. Dann habe ich von Love, kann man lachen, das Ganze in Mini gehabt. Und zwar genau das gleiche. Illusion Eyes, 24 Stunden Volumen und Länge. Und was soll ich sagen? Dieses kleine Ding war besser als die große. Das hat man ja schon ganz oft gehört, dass so Proben besser sind als ihre großen Geschwister. Warum auch immer, man weiß es nicht. So, weiter geht es. Ach, ich baue einfach mal von hier hinten ab. Ich hatte ja angefangen, ein Projekt mitzumachen, Projekt Ten Pen. Irgendwie bin ich da nicht weitergekommen. Ich hatte da so ein paar Sachen drin, unter anderem auch den bei Ashley Tisdale von, was war das denn? Von BH Cosmetics, steht doch drauf. Und zwar ein Dream Sheet and Lip Tint. Das war so ein Cream. Wie der Name schon sagt, ne? Blush und Lippentint. Ich habe den aber nur als Blush benutzt. Der war wirklich schön. Der ist jetzt leer. Der war auch schon echt ewig alt. Genauso war in meinem Projekt Ten Pen das Kiko-Puder Tuscan Sunshine. Das ist ein Perfecting-Powder gewesen. Und ihr seht, es ist komplett leer. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und das war auch gar nicht so lange bei mir. Das ist eines der letzten Produkte gewesen, mit die bei mir eingezogen sind. Und schon leer. Dann ein Concealer. Der Liquid Camouflage Concealer von Catrice würde ich mir nicht wieder kaufen, weil ich kriege immer mehr Falten und das sieht dann einfach nicht mehr gut aus. Aber ansonsten schöner Concealer mit viel Deckkraft. Dann habe ich noch einen leer gemacht und den habe ich mal bei einer YouTuberin gesehen. Ich glaube, die macht gar keine Beauty-Videos mehr. Ich habe auch den Namen vergessen. Auf jeden Fall ist das ein Concealer und da steht auch nichts mehr drauf. Der war richtig super. Der hat sich überhaupt nirgendwo abgesetzt. Den habe ich damals bei Amazon bestellt. Der war auch gar nicht so teuer. Ich glaube, der kommt aus England. Aber wie ihr seht, da steht absolut nichts mehr drauf. Von daher kann ich euch nicht sagen, wo er kam. Er ist leer, er war gut, das weiß ich. Und ein Entschuldigung. Es passiert einfach zwischendurch noch. Eine Eyeshadow Base von Catrice, die hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber auch die ist leer. Ich benutze gar nicht so häufig eine Eyeshadow Base, muss ich wirklich mal gestehen. Und ich habe noch eine Mascara unterschlagen, und zwar die Better Than Sex Mascara, die hat so ein ganz aufgewühltes Bürstchen. Ich finde, das hat so ein bisschen was von der Love Paradise von L'Oreal. Das Problem, was ich einfach mit der hatte, die hat schöne Wimpern gemacht und das war auch okay. Aber die hat sich so abgedrückt im Laufe des Tages. Ich weiß nicht, manche Mascaren machen das einfach bei mir. Und dann ist es auch egal, ob sie wasserfest sind oder egal, die funktionieren einfach bei mir nicht. Und ich denke, das ist auch einfach was, was man akzeptieren muss in der Beauty-Welt, dass es Produkte gibt, die für einen nicht funktionieren. Dann von Catrice ein Luminizer. Da ist ein bisschen was raus. Ich habe den auch benutzt. Aber mittlerweile ist er ausgetrocknet. Nee, funktioniert noch. Hä? Warum haben wir den rausgeschmissen? Ich glaube, weil er nicht gut war. Weiß nicht, so sieht er aus. Ach ja, ich weiß wieder warum. Zeige euch das gleich. Vielleicht macht das jetzt auf der Hand nicht. Der trocknet unheimlich schnell an. Und dann, doch, das macht er jetzt hier auf meiner Hand auch. Der setzt sich total in den Poren ab. Ich habe dann versucht, das mit Foundation zu mischen, aber das war auch nicht gut. Von Burt's Bees ein Lippenpflegestift. Auch den habe ich leer gemacht. Dann von Catrice Brow Colorist. Die fand ich ganz gut. So eine Augenbrauenpomade. Ich weiß gar nicht, gibt es die noch? Keine Ahnung. Aber die fand ich gut. Dann ist mir was umgekippt. Da war ich sehr, sehr traurig, muss ich wirklich sagen, weil das ziemlich teurer Scheiß ist. Von It Cosmetics, der Radiance Hello Light Stift. Und ich drehe den jetzt nur kurz raus und guck weg. Guck mal, wie viel da noch drin ist.
Das hat mich richtig geärgert. Oh Gott sei Dank rieche ich noch nicht so gut. Also ich kann hin und wieder schon mal was riechen, aber nicht so gut. Aber der riecht wie Mottenkugeln. Der ist mir auch relativ schnell umgekippt. Ich weiß nicht, wie lange der schon bei Douglas lag, dass der so schnell aufgegeben hat. Keine Ahnung. Ach, noch eine Mascara. Oh Gott, ich habe Mascaren aufgebraucht. Aber ich trage auch jeden Tag welche. Und die fand ich richtig, richtig klasse. Shades of Marble von Revival de Loop Volumen Mascara sieht so aus. Die habe ich euch, glaube ich, auch bei Instagram das ein oder andere Mal gezeigt. Die hat auch so ein bisschen wie die Better Than Sex Mascara. Aber die hält wieso oder hat wesentlich besser auf dem Auge gehalten. Die hat sich nicht abgedrückt. Die hat wirklich tolle Wimpern gemacht. Die hat den Schwung gehalten. Die war aus einer LE. Und ich finde sowieso, Revival de Loop ist ganz schön unterschätzt. Die haben teilweise richtig tolle Produkte. Auch die ist leer. Dann von Glow Cherie so eine Mini-Tube habe ich leer gemacht. Die finde ich ganz gut. Von L'Oréal sind die. Die mag ich ganz gerne, vor allen Dingen im Sommer, um so ein bisschen Highlights zu setzen oder einfach mit ins Make-up. Übrigens, für alle, die wieder fragen, nein, ich habe meine Haare nicht gebändigt. Ich hatte keine Lust. Dann von Altera ein Lippenöl, Bio-Heidelbeeren. Und ich konnte es nicht leer machen, weil es einfach ekelig ist. Ich liebe Heidelbeeren, ohne Frage, aber dieses Öl, das hat meine Lippen auch ausgetrocknet, richtig heftig. Also das fand ich überhaupt nicht gut. Mit Altera stehe ich bei den meisten Sachen sowieso auf Kriegsfuß. Dann von Max Factor ein Eyebrow Pencil. Ihr seht, ich habe den benutzt, aber der funktioniert nicht mehr. Der malt überhaupt nicht mehr. Der scheint wohl tot zu sein. Kann auch sein, dass er schon ein bisschen länger bei mir gelegen hat. Dann von Bijou oder Biu, ein Fruit and Gloss. Der war ganz schön. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber der ist leider mit in der Waschmaschine gelandet. Der hat sich gut gehalten für so einen 60-Grad-Waschgang, aber ich möchte den jetzt nicht mehr benutzen. Entschuldigung. Dann von Fenty Beauty, der Fuzzy Gloss ist einmal leer. Und dann habe ich noch so eine Mini-Variation leer gemacht. Das ist die Farbe Cheeky. Ich mag die Lipglosse von Fenty Beauty total gerne. Ein Wimpernserum von Nutrilash habe ich leer gemacht. Auch das war okay. Das hat nicht so gebrannt auf den Lidern. Und ich glaube, das ist auch eins ohne Hormone. Also ich habe eigentlich nur Wimpernseren ohne Hormone, aber das war, glaube ich, in der Glossybox oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, dieser war ausgetrocknet. Genau. Und zwar von Catrice ein Metal Liquid Eye Stick. Der ist wirklich ausgetrocknet. Der malt auch nicht mehr. Der ist einfach ausgetrocknet. Dann gab es von Revival de Loop in einer LE solche Augenbrauenstifte. Die habt ihr bestimmt schon ein paar Mal öfter gesehen. Die so diese gespaltenen Spitzen haben. Die funktionieren alle nicht. Am Anfang funktionieren sie ganz gut, dann läuft da irgendwie die Tinte nicht nach und gut. Dann ein Matte Lips, den habe ich mal irgendwie bei Jum, nee, bei Jum nicht, hier bei. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Bei irgendeiner so günstig App bestellt und der ist davon, ich weiß nicht, der riecht irgendwie skurril und der trocknet dermaßen, aber dermaßen die Lippen aus, das ist nicht normal. Ich habe ja am Anfang gesagt, das sind aufgebrauchte Produkte, aber auch aussortierte Produkte, also von daher. Dann von Benefit Precisely My Brow. Nee, die Seite wollen wir sehen. Der ist komplett leer. Schöner Augenbrauenstift. Ich habe aber das Problem mit Benefit, dass sie leider immer noch nicht tierversuchsfrei sind. Dann von Astor, waren in einem Ausverkauf und den habe ich wirklich leer, richtig leer gemacht. So Softening Sensation Lip Color Butter. Super schön, ganz toller Tragekomfort.
Ist jetzt nichts, was hält, aber ich mag es ja eher glossy, was ihr auch hier dran seht, von ein Lip Glow Oil von Christian Dior, also von Dior. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Ich muss allerdings echt was sagen. Der Applikator, der fängt an nach einer Zeit, ich habe hier schon überall Farbe dran, richtig übel an zu riechen. Und das ist so unschön. Boah. Auch der war in meinem Projekt Ten Pen, der Butter Bronzer von Physician Formula. The First Generation, wie ich so schön sage. Ich habe ihn geliebt und ich finde ihn klasse. Und ich habe auch einen neuen hier in meiner Schublade. Den hat die liebe Nadine mir geschickt. Danke nochmal dafür. So, von Bare Minerals, die Complexion Rescue, angefixt von der lieben Mellow Flori. Melanie, finde ich sehr, sehr schön. Würde ich mir auch nachkaufen, hätte ich nicht eine Tonne. So, kommen wir zu Parfums und dann kommen wir noch zu ein paar Pflegeprodukten. Das Nivea, das ist für mich ein schöner Duft. Das riecht nach Nivea, aber der ist überhaupt nicht haltbar. Da könnt ihr am Tag 20.000 Mal nachsprühen. Und dafür, ehrlich gesagt, finde ich ihn tatsächlich zu teuer. Gekippt ist mir der, ich komme nicht auf den Namen, ihr glaubt das nicht, ne? Fällt mir vielleicht gleich noch ein. Ansonsten schreibt es mal unten in die Kommentare. Der ist mir hier leider der Rest gekippt. Ja, von daher muss er weg. Der stinkt einfach nur noch. Dann vom Marc Jacobs Daisy Love habe ich aufgeworfen. Wundervolles Parfum, genau meine Duftrange. Ein bisschen süßlich, ein bisschen, obwohl der ist tatsächlich ein bisschen mehr süßlich. Aber sehr schön, hat mir gut gefallen. Wenn der sich setzt, dann ist der halt einfach auch ein bisschen schwerer. Dann von, das wollte ich euch ganz gerne zeigen. Der Melting Cleansing Balm von IT Cosmetics. Der ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Aber auch echt preisintensiv, ne? Da kann man auch auf den Augen mitarbeiten. Komplett wirklich toller Cleansing Balsam. Und noch etwas, das Soft Finish oder die Soft Finish Sun Milk SPF 50 von Mischa. Für mich der beste Sonnenschutz, funktioniert unter jeder Foundation. Richtig, richtig klasse. Auch der steht bei mir jetzt schon wieder in einer großen Größe, weil er einfach günstiger war. Dann habe ich von Balmy, ich weiß nicht, so ein Lip Balm leer gemacht. Der war okay. Und ein Summer Dream Cuticle Oil. Ich sag ja immer, ne, ölt eure Nagelhaut. Und von Sensei Absolut Silk ein Micro Mousse Treatment. Das habe ich so als Primer benutzt. Ganz toll, wirklich klasse. Aber ich glaube, auch Sensei ist immer noch nicht tierversuchsfrei. Stellvertretend für mindestens 10 Setting Sprays, die ich in diesem Jahr leer gemacht habe. Also weniger dürften es nicht sein. Von Rival Loves Me Pastel Breeze, ein Setting Spray. Das hat heftig nach Gurke gerochen, heftig. Auch so mit einem süßen Unterton, war jetzt nicht so der Burner, aber okay. Ihr wisst ja, ich liebe die von Revolution, die Fixing Sprays. Ja, und Clinical Smart Night. Weiß nicht, ich muss das jetzt noch zeigen. Eigentlich gehört das hier nicht mit rein. Lassen wir es mal raus. Ich bin nicht so fleißig wie die liebe Melanie. Ich habe das nicht alles zusammengerechnet. Aber wenn ihr Lust habt, macht's doch mal. Nein, ich rechne das jetzt tatsächlich nicht zusammen. Das sind meine aufgebrauchten Produkte von und umgekippten Produkte von 2021. Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Gleich, wenn ich das Video ausgemacht habe, fällt es mir ein. Das gibt es doch gar nicht. So eine prägnante Flasche. Egal. So, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Ihr könnt mir auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, habt ihr viel aufgebraucht in 2021? Also ich bin ja voll im Aufbrauchmodus. Das wird hier auch so weitergehen. Von daher, ach, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.